Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am Heiligen Abend. Wir haben uns diesen Abend anders vorgestellt, aber wir feiern ihn trotzdem und sind nah dran am Weihnachtsgeschehen, weil Maria und Josef sich es auch anders vorgestellt haben. Gott, in diesem Kind kommt er zur Welt, an einem ungewöhnlichen Ort. Heute kann es wieder geschehen. So ist unser Gott, in seinem Namen sind wir versammelt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herbei, o ihr Gläubigen, adeste fides. Alle Jahre wieder hören wir die alte Botschaft, dass du Mensch geworden bist, um uns ganz nahe zu sein. Lass uns sie nicht hören, als ob sie in den Wind geredet sei. Lass sie uns nicht hören, als ob wir schon alles wüssten. Öffne vielmehr unsere Ohren, Herzen und alle Sinne, damit uns diese alte Botschaft aufs Neue begeistert, damit sie uns in Bewegung bringt, wie die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland. Gott, wir danken dir für die alte und immer wieder neue Botschaft, dass du Mensch geworden bist, um uns ganz nah zu sein. In Jesus Christus, dem Kind in der Krippe, unserem Bruder und Herrn. Amen. Unser Herzensohn.
Ich lese die Weihnachtsgeschichte aus dem 2. Kapitel im Lukasevangelium. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
An diesem heiligen Abend begegnen wir uns leider nicht in einer unserer Christfestbahnen in Neustadt oder Vettelschoss. In diesem Jahr ist alles anders. Wir begegnen uns, aber es ist eine andere Begegnung. Wir erleben eine Gemeinschaft, aber es ist eine andere Gemeinschaft. Unsere Krippenspiele in Vettelschoss und Neustadt sind die einzigen Präsenzgottesdienste, die wir an diesem Tag anbieten. Die Christfestbahn gibt es nur digital. Da geht einiges verloren, der Weg zur Kirche, die Bekannten und Freunde, die wir treffen, das Sitzen oder Stehen in der Kirche und das, was spontan passiert. Stattdessen sitzen wir vor unserem PC oder Handy und hören Lieder, Gebete, Lesungen, sehen Bilder. Da ist viel mehr Abstand. Da fehlt der gemeinsame Raum und die gemeinsame Zeit. Und doch ist ein Miteinander möglich, ein Teilen der Weihnachtsgeschichte. Aber das, was wir an diesem heiligen Abend erleben, das erleben wir ja auch überhaupt beim diesjährigen Weihnachtsfest. Weniger Menschen um uns, alles ist kleiner und stiller. Vertraute Menschen fehlen in unserer Runde. Besuche mussten wir absagen. Das Telefon ersetzt das direkte Miteinander. Aber das geht uns ja nicht nur in diesen Weihnachtstagen so, sondern im Grunde genommen im letzten Dreivierteljahr. Weniger Kontakte, weniger Begegnungen, vieles digital, weniger Besuche, weniger Unternehmungen, mehr Telefonate, Briefe oder Mails. So ist es gewesen. Jeder von uns könnte erzählen, wie anders dieses Jahr verlaufen ist. Heute hören wir die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie jedes Jahr hören. Vielleicht hören wir sie etwas anders, weil dieses Jahr anders ist, vielleicht sogar intensiver. Es ist die vertraute Geschichte von Maria und Josef, die mit ihrem kleinen Leben in das Räderwerk der großen Politik geraten. Kaiser Augustus befiehlt eine Volkszählung und zwingt Maria und Josef zur Wanderschaft. Dabei sind die beiden in einer Situation, wo sie Ruhe bräuchten. Maria ist hochschwanger. Maria ist nun wirklich eine vulnerable Person. Sie erreichen Bethlehem. Hier herrscht zwar nicht Beherbergungsverbot, aber Lust auf Beherbergen hat keiner. Maria und Josef kommen in einen Stall unter. Und dann sind da Ochs und Esel, die einzigen Begleiter bei der Geburt. So erzählen es jedenfalls unsere Krippen. Unterm Strich läuft also für Maria und Josef die Sache nicht rund und ganz anders als geplant, sie sind fern vom Vertrauten. Da haben wir schon etwas gemeinsam mit dieser Geschichte. Wir müssen zum Glück nicht sagen, dass die räumliche Distanz zu lieben Menschen, die wir vermissen, zu einer inneren Kälte führt. Eher im Gegenteil. Das Vermissen führt zu einer Sehnsucht und einer unscheinbaren Verbindung. Weihnachten ist doch das Fest der Nähe. Viele vermissen an diesem Weihnachtsfest andere Menschen. Großeltern, ihre Kinder und Kindeskinder, Enkelkinder, ihre Großeltern. Genauso haben wir übers Jahr hinweg Menschen vermisst und doch ist der Kontakt nicht abgerissen. Im Gegenteil, wir haben anders versucht, Kontakt zu halten. Wir nehmen uns vor, wenn wir uns wiedersehen, dann aber wird es ein wunderbares Wiedersehen. So ist das. Eine Distanz kann zu neuer Nähe führen. Wir können aus Vernunft distanziert sein und sind einander doch näher als sonst in unseren Gebeten, Gedanken, in unseren Wünschen. Es waren harte Monate für viele. Eltern mussten die Betreuung ihrer Kinder organisieren und hatten Angst wegen dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Krankenschwestern und Altenpfleger konnten ihre Arbeit nicht ohne Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit durch die große Nähe zu den Menschen verrichten und waren durch Krankheit und Ausfälle mehr gefordert als sonst. Ärztinnen bangten um Patienten, Freischaffende und Selbstständige lebten in Ungewissheit, wie es wirtschaftlich weitergeht. Die Hirten auf dem Felde hatten auch ein solches hartes Leben. Sie waren Tag und Nacht der Kälte und Gefahr für das Draußen ausgesetzt und wurden ohne Feierabend von ihrer Arbeit und den Schafen beansprucht. Ohne feste Bleibe waren sie auch dem Leben viel stärker ausgesetzt
als sesshafte Menschen. Bezeichnenderweise an sie ergeht die Erscheinung der Engel. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Wo das Leben hart ist, da will Gott durchdringen mit seinem Fürchte dich nicht. Die Hirten rennen zum Stall und kommen dort an, wie sie sind, zerrissen und mitten aus dem Alltag heraus und bestaunen, was geschieht. Sie sind voll mit dem Herzen dabei. Maria, Josef, die Hirten. Und in der Mitte das Jesuskind. Dem Leben ausgesetzt, es sieht uns an und segnet uns. Es ist die Mitte in unseren Krippen zu Hause, auf den vielen Krippendarstellungen der Kunst und natürlich im Weihnachtsevangelium. Wir denken heute an dieses Jesuskind, weil sein Leben ja weiterging. Aus dem Jesuskind wurde Jesus, der die Herzen der Menschen berührte und sie an Leib und Seele heilte. Aber auch an diesen Jesus denken wir nur, weil sein Leben weiterging. Er wurde gekreuzigt. Und dann hat Gott, sein Leben durch seine Auferweckung bestätigt. Bald haben die Christen gesagt, es passt kein Blatt zwischen Gott und Jesus. Was mir heute an diesem heiligen Abend wichtig ist, indem Gott Mensch wurde, wir sagen, Weihnachten wurde Gott Mensch. Indem Gott Mensch wurde, hat er seine Distanz zu seinem Liebsten, zu seinem Sohn, zu sich selbst, ja irgendwie auch zu sich selbst ausgehalten. Eine Zeit lang hat er für die Menschen, um ihnen zu zeigen, wie sehr er sie liebt, den Abstand zu seinem Liebsten auf sich genommen. Er hat sich dem Leben ausgesetzt, um dann wieder zusammenzukommen und beieinander zu sein. Das ist doch irgendwie typisch für unsere Corona-Zeit jetzt. Wir müssen jetzt auch Distanz wahren, äußerlich, um der Liebe willen, um etwas Gutes zu bewirken und um dann wieder in neuer Weise beieinander sein zu können. Indem wir Abstand halten und aushalten, schaffen wir die Voraussetzung für ganz große Nähe. Gott hat Weihnachten Abstand von sich selbst genommen, indem er Mensch wurde. Er ist nicht bei sich selbst geblieben, sondern hat sich zu uns Menschen aufgemacht. Und zugleich ist das Weihnachtsfest das Ende vom Abstandhalten. Gott kommt zur Welt und überwindet den großen Abstand zu uns. Weihnachten ist das Ende vom Maskentragen. Gott zeigt sich völlig entblößt und schutzlos in einem Menschenkind. Er geht auf Abstand zu sich selbst und schafft dabei eine unglaubliche Nähe zu uns Menschen. Das ist für mich heute die Weihnachtsbotschaft in unserer Zeit. Indem wir Abstand halten, kommt neue Nähe auf. Wir halten Abstand zu anderen Menschen. Wir gehen auch auf Abstand zu uns selbst, weil wir auf Kontakte verzichten. Aber zugleich entsteht eine neue Nähe. Zu Menschen, nach denen wir uns sehnen. Zu Menschen, deren Anwesenheit uns wichtiger ist denn je. Zu Menschen, die wir bisher überhaupt nicht so wahrgenommen haben, zum Beispiel Pflegekräfte in Altenheimen, zu Menschen, deren Leben wir schätzen, zu uns selbst, indem wir uns in dieser Zeit neu kennenlernen. Das ist die Chance, dass Abstand eine neue Nähe bringt. Machen wir uns auf die Suche, wie Gottes Abstand zu sich selbst, er wird Mensch, eine wunderbare Nähe zu uns Menschen bringt. Amen. Thank you.
Gott, alle Jahre wieder hören wir die alte Botschaft, dass du Mensch geworden bist, um uns ganz nahe zu sein. Lass uns sie nicht hören, als ob sie in den Wind geredet sei. Lass sie uns nicht hören, als ob wir schon alles wüssten. Öffne vielmehr unsere Ohren, Herzen und alle Sinne, damit uns diese alte Botschaft aufs Neue begeistert, damit sie uns in Bewegung bringt, wie die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland. Gott, wir danken dir für die alte und immer wieder neue Botschaft, dass du Mensch geworden bist, um uns ganz nah zu sein. In Jesus Christus, dem Kind in der Krippe, unserem Bruder und Herrn. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn. Gott, der segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein freundliches Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.